Hallo miteinander, hier ist Stefan live. Ich hatte heute eine nicht so tolle Erfahrung gemacht in der Stadt Kempten, im Allgäu, eine Stadt im Maskenwahn, Tatort, Residenzplatz. Also ich möchte jetzt mal zu der kleinen Vorgeschichte sagen, wie es dann eskaliert ist, beziehungsweise davon angekommen ist. Folgendermaßen, mein Vater ist pflegebedürftig, muss im Rollator muss er laufen, ist 87 Jahre, kurz vor 88 Jahre, bin selber 56 Jahre. Und das Déjà-vu hat schon angefangen, ich bin maskenbefreit, ich habe seit meiner Jugend, beziehungsweise ja, als Jugendlicher habe ich mit Atemwegserkrankungen Probleme und habe auch deswegen eine Maskenbefreiung unter anderem. Also es sind bei mir mehrere Sachen, aber ich sage mal so rum, normal Spaltiger ist Rechtstag normal, deswegen mal der Alkohol raus. Okay, jetzt war das Erste, durch den Tod von meinem Vater, also von meiner Stiefmutter waren wir gezwungen, mein Vater ist vom Krankenhaus zurückgekommen und ich musste dann mit ihm zum Arzt gehen und mit den Medikamenten, das wurde eingestellt, ist halt Parkinson und ist nicht so toll. Gut, das erste Problem, was gekommen ist, war dann in der Arztpraxis. Ich selber durfte eigentlich nicht rein, weil ich keine Maske trage. Jetzt ist aber das Problem, Baden-Württemberg, Bayern ist natürlich auch nicht so dicht beieinander. Ich habe auch nicht immer die Möglichkeit, zu meinem Vater aufzukommen. Upsala, das erste Problem. Okay, was machen? Okay, ich habe dann, notgedrungenermaßen, habe gedacht, ich probiere es mit der Maske. Es sind ja bloß ein paar Schritte zum Laufen besser. Hat dann auch, wir sind gleich reingekommen, hat funktioniert vom Arzt. War alles beredet, aber schon mal somit, ich bin eigentlich genötigt worden, eine Maske zum Tragen, obwohl ich den Attest habe, habe denen das Attest gezeigt. Einfach mal nochmal so, liebe Ärzte, dass ihr nötigt wirklich Leute, ist eine Katastrophe. Okay, dann weiter. Dann bin ich raus, habe natürlich Medikamente von meinem Vater in der Apotheke geholt. Dann war natürlich das Theater wieder mit der Apotheke. Wir hatten nicht in einer Apotheke beides bekommen. Ich war dann gezwungen, schnell noch in eine zweite Apotheke zu gehen. Okay, dann hatte ich halt, ich sag's mal, den Labbe mehr oder weniger halt so ein bisschen dran. Und in der Apotheke, nein, habe ich gedacht, okay, ich will keinen Streit, ich will einfach von meinem Vater, es ist für den auch nicht einfach und für mich auch nicht, so schnell wie möglich die ganze Geschichte über die Bühne kriegen. Okay, dann habe ich, wo ich rausgegangen bin, war das alles dann gut. Dann habe ich den Ding halt runtergezogen, dass wir laufen können. Und dann mussten wir auch noch ins Amtsgericht nach, weil, wie gesagt, meine Stiefmutter gestorben ist und die Sache dann alles regeln, auch noch vom Amtsgericht. Und wie wir raufgelaufen sind zu dem Residenzplatz in Kempten, sind wir schon angemacht worden, beziehungsweise ich, Maske hochziehen von Patienten und so weiter, ganz schrecklich, und habe es dann mal versucht, mit hochzuziehen, die paar Meter, habe aber gleich gemerkt, nach 20 Meter, ich habe keine Luft mehr gekriegt, es war keine Strophe, habe es wieder runtergezogen. Keine 50 Meter weiter war ein Ordnungs, was ist noch, vom Ordnungsamt einer. Er hat mich natürlich gleich angesprochen, ich muss eine Maske tragen, das ist strafbar oder wie auch immer. Da habe ich erst mal zu ihm gesagt, hört mal her, das ist nicht strafbar, das ist, wenn, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, ich bin maskenbefreit. Habe ihm daraufhin die auf dem Handy gezeigt. Er hat gesagt, das gilt nicht. Ich müsste ein paar Papierform haben.
Wenn ich irgendwie so ein Mann noch daherkomme, geht mit einem älteren Jugendlichen, also ich vermute so um die 18 oder vielleicht auch schon älter. Und der hat sich da auch, meint, der müsste sich dann eigentlich, ja, das geht nicht, das muss in Papierform vorliegen und da kann man Fotokopie machen und sonst irgendwie. Auf jeden Fall sind wir da also dann schon relativ angegangen. Und da habe ich dann zu dem Ordnungsamt von der männlichen Person dann gesagt, wir können das gerne, wenn Sie das nicht akzeptieren, erstmal möchte ich Ihren Ausweis sehen. Vom Ordnungsamt, der Mann hat mir nicht seinen Ausweis zeigen können. Darauf habe ich gesagt, Sie hören zum Herr, Sie können ein Faschingskostüm anhaben oder sonst irgendwas. Bitte holen Sie die Polizei, weil ich will das geklärt haben. In der Zwischenzeit sind weitere Passanten hergekommen. Ich habe mal geschwind Musik gemacht. Wartet mal geschwind einmal. Ja, dann noch ist ein Mann dazugekommen. Der hat mich gleich als Rechtsradikaler betitelt und mir gezielt angesprochen, ich soll doch endlich gewalttätig werden. Also ich soll doch gleich losschlagen und sonst irgendwas so in der Richtung. Ist der Hammer. Dann ist eine Frau dazugekommen, ein Mann, die habe dann gesagt, ja, ich soll doch Maske antragen, das wäre Schweinerei und. Auf jeden Fall ihr Opa oder Mutter, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also auf jeden Fall war eine Person, die 85 Jahre gestorben ist. Und es wäre eine Schweinerei, wenn die Leute keine Maske tragen hätten, das wäre ganz, ganz schlimm und. Okay, da habe ich gefragt, ja, hat die Person eine Vorerkrankung gehabt? Irgendwie. Da haben sie nicht drauf geantwortet, sind einfach weggelaufen. Okay. Auf jeden Fall von dem Mann mit dem Jugendlichen, dem habe ich auch gesagt, wie es aussieht mit der Maske, weil er da rumgepöbelt hat und habe gesagt, sieh, ich habe zum Beispiel Angst, Maske oder viele Leute haben Angst vor Masken. Es war immer so, dass Bankräuber, Vergewaltiger und sonst was Maske tragen. Auf jeden Fall hat es da relativ eskaliert. Ich bin natürlich auch lauter geworden, dass die Leute das da euch ein bisschen auch mitbekommen, was da abgeht mit dem Denunziantentum. Auf der anderen Straßenseite war ein Mann, der hat man natürlich immer den Daumen hochgehoben. Ich habe ein paar Mal angesprochen, er soll doch bitte kommen und filmen. Hat er leider nicht gemacht. Dann ist ein Mann noch dazugekommen, der hat gesagt, zieh jetzt doch eine Maske auf, ist doch nicht weiter so wild. Okay, in Ordnung. Ja, ich sage jetzt da nichts dazu. Ja, dann ist endlich nach über einer halben Stunde ist dann endlich die Polizei gekommen. Erst habe ich sie gehört. Tatütata, Blaulicht und so weiter. Es waren mindestens 4 Autos, habe ich gezählt auf die Schnelle. Wie gesagt, ich habe natürlich auch auf meinen Vater immer schauen müssen, mit seinem Rollator, mit 87 Jahre, mit Parkinson, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Und dann haben wir dann das vor der Polizei dann geklärt und habe das auch gesagt. Also sorry, der Mann hat sich nicht ausgewiesen, er kann sich nicht ausweisen. Und hat er gesagt, ja, wieso, glauben Sie das nicht oder sonst was? Ich habe gesagt, bei Ihnen glaube ich das. Sie sind bestohlen, Sie haben Tetrafunk, also ja, Sprechfunkgeräte, wo nicht jeder haben kann. Und Polizeiautos und sonst irgendwas. Ja. Auf jeden Fall hat dann die Polizei, hat auch, ich sag mal, die Denunzianten mehr oder weniger verscheucht. Also muss ich sagen, es war positiv, die waren relativ in Ordnung, war kein Thema, die haben das alles sachlich dann aufgenommen, habe denen das gesagt, Sie können von mir ein Foto machen, vom Handy, wie es drauf ist und so weiter, also wenn Sie meinen. Und die sollen doch bitte nochmal in der Corona-Verordnung nachgucken und sonst was. Also es war wirklich, ja und vor allem der Polizist hat gesagt, es sind viele Leute angerufen, da wäre irgendwie was im Gange oder sonst was. Also klar, ich sehe rechtsradikal aus, ich habe einen kurzen Haarschnitt. Den kurzen Haarschnitt habe ich aus dem Grund, weil ich diskriminiert werde, ich darf eigentlich nicht mehr zum Friseur gehen, da man ja im Friseur eine Maske tragen muss, also muss ich mir die Haare selber schneiden. Gut. Dann
habe ich eine, ich sag mal, Bomberhose oder eine Cargohose an, weil ich momentan viel Sachen mit mir rumschleifen muss, zweiter Hausschlüssel und, dass ich doch ein bisschen was zum Aufräumen habe. Also man wird gleich radikalisiert, man wird gleich in eine Schublade geschoben von Denunzianten, von Mitbürgern, und sorry, also man müsste manchmal sagen, für diese Mitbürger wäre vielleicht ein Regime oder so, was halt jetzt gerade umgesetzt werden soll, ist vielleicht doch sinnvoll für die Leute. Also ich kapiere das nicht. Also es ist wirklich schlimm. Ja, dann war natürlich auch der ganze Zeitdruck. Wir hatten morgens sehr, sehr viel Zeit eingeplant. Wir mussten auch noch ins Amtsgericht rein. Mein Vater, der hat schon kollabiert vom Geher, weil er sich doch da überfordert hat. Er war natürlich auch für mich ein sehr, sehr psychischer Druck. Ich kenne mich da auch in der Stadt nicht groß aus. War auch noch mal, schon mal ein ganz großes Problem. Dann bin ich ins Amtsgericht mit den Dokumenten hin und dann habe ich ein kleiner, in Anführungszeichen, ich habe einen kleinen Haufen zusammen bekommen. Bin leicht kollabiert. Die sind dann hinter ihrer Scheibe gewesen, geht und sonst was. Ja, aber gemerkt, mir stimmt was nicht. Da habe ich gesagt, hocken Sie sich drüben bitte an den Stuhl nach. Und da bin ich dann durchgegangen und habe dann versucht, wieder durchatmen und so weiter, dass es mir dann einigermaßen gut geht. Okay, sie war, muss ich sagen, wirklich dort in Ordnung. Das war ganz toll im Amtsgericht, die wunderbare, die war zuvorkommend, die war höflich und alles. Da bin ich auch noch gefragt worden, weil da hättest du so ein komischer Geige, so ein Rahmen rum wie beim Flughafen, ob ich Waffen habe oder sonst was. Da hat es natürlich gleich gepiepst, wo ich durchgelaufen bin. Da wahrscheinlich Brille und Geldbeutel und ja, alles weg. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, lassen Sie sich nicht stören. Bin dann nachher gefragt worden, ob ich Pfefferspray an mir hab, oder bei mir habe, eine Waffe, ein Messer. Ja, also wirklich gleich so gefragt worden, ob irgendwie, ja, sehr Attentäter wahrscheinlich aus. Ja, war natürlich toll. Die waren natürlich noch immer ein bisschen durch den Wind durch, aber auf jeden Fall, die waren unten in Ordnung. Da waren wir oben im Amt. Die Frau war sehr, sehr unfreundlich. Hat gleich gesagt, ja, ohne Anmeldung, dass wir hier nicht aufkommen und sonst was. Auf jeden Fall hat sie sich als der große Wohltäter in Anführungszeichen aufgespielt. Wahrscheinlich hätten die unten gesagt, da ist jemand da, der die braucht Hilfe und sonst was. Und dann hat mein Vater immer wieder mal sein Mundschutz hier ein bisschen hier unter drunter gekriegt. Dann hat die natürlich immer gleich Hohle dreht. Ja, sie gehen gleich raus, ich schmeiße sie gleich raus und so weiter. Bei mir hat sie auch das beanstandet, weil ich es nicht richtig drauf gehabt habe, hat es hart drüber gezogen. Bei meinem Vater, okay, mit 87 Jahren, was will ich da sagen, ist immer runtergerutscht. Und sind natürlich auch immer wieder die Drohungen gekommen und so weiter. Also sehr, sehr unfreundlich war die Frau dort. Und ich habe natürlich gesagt, vielen Dank noch. Und also die Hilfe, die war fast null. Was sie gemacht geht hin und dann hat sie gesagt, ja, er wird dann angeschrieben. Also das waren meine Erfahrungen heute in Kempten. Also sorry, ich weiß nicht, was abgeht hier in Deutschland. Es sind so viele Leute, die schnallen das noch nicht, was läuft. Oder die sagen einfach, ist mir egal, ist mir egal. Es wird vorbeigehen, wie auch immer. Ja, also ich bin immer noch leicht geplättet, aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt wieder relativ gut, weil ich doch schon viele Sachen miterlebt habe, wie die Leute eingegangen werden und auch jetzt so langsam ein bisschen Erfahrung habe. Hätte jemand brauchen können, der wo gefilmt hätte vor Ort. Daran merke ich immer wieder, man sollte eigentlich immer mit mehreren Leuten unterwegs sein, wo das einer dabei ist, wo filmen kann. Aber wenn man natürlich jetzt selber in so einem Geschehen drin ist, kann man die Sache nicht so richtig dokumentieren. Gell? Und beim Zurücklaufen, ja, habe dann die Maske auch wieder so unter drunter hängen gehabt. Ja, es ist ja sowieso 1,50 Meter Abstand. Darf man ja laufen.
Aber ja, da ist angeblich, ist richtig, das an dem Residenzplatz war angebliches Maskengebot, also Maskenpflicht. Hat mich der vom Ordnungsamt auch noch angesprochen, hat er da gesagt, geht, ja, da wären überall Plakate. An jedem Laternenpfahl wären Plakate drin. Ich habe nichts gesehen. Ich habe überall geschaut an die Laternenpfähle und sonst irgendwie nichts gesehen. Bis auf einmal, da war oben irgendwie ein Museum oder irgendwas dran und da war ein Plakat dran mit Maskenpflicht oder irgendwas in der Richtung. Aber sonst habe ich auf dem ganzen Residenzplatz absolut nichts gesehen. Also man muss wirklich, wie manche Leute meinen, sehen irgendwie so Emblem an der Schulter dran, wovon der vom Staatsding irgendwie ist, und meine zumindest der große Jumbo nur raushängen oder wie auch immer. Und wenn ich dann mitbekomme, dass geplant ist, dass die Hilfspolizisten mit wie viel 80, 90 Stunden, also unter 100 Stunden, eine scharfe Waffe geben wollen, das macht mich sehr, sehr nachdenklich, die ganze Geschichte. Also ich muss sagen, wo leben wir? Gut, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und verbreitet das Video. Es sollen viele Leute sehen, wie es in einer Stadt zugeht, wo, oder in Bayern zugeht, wo sie alle wirklich die Hosen gestrichen voll haben. Was habe ich heute mitbekommen von, jetzt muss ich mal schön am Handy nachschauen, okay, in der Bildzeitung war heute was drin stand. Da habe ich schön ein Bild gemacht, wo ich beim Tanken war. Der Laschet, genau, Laschet ohne Maske im Flieger. 60 Minuten nach seiner knallharten Lockdown-Rede. Das muss man sich geben. Und was habe ich jetzt gerade eben noch für aktuell gelesen, dass einer im Landtag oder ein Abgeordneter oder irgendwas in der Richtung, die wissen ganz genau, dass das alles nur fake ist. Und ja, liebe Leute, die, wo noch für Corona sind oder wie auch immer. Also ihr seid eigentlich die Schwurbler. Ihr seid die Verschwörungstheoretiker. Ihr seid die Verschwörer, wo sagt, Corona ist gefährlich. Wenn Chinesen bringet, wenn Japaner bringet, wenn Schweden bringet und wir auch andere in Deutschland, dass Corona nicht weiters gefährlicher ist wie Grippe, sogar weniger, das wird angegriffen. Da frage ich mich, die paar Leute, ein Spahn, ein Lauterbach, wo Drogen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, favorisiert, wo Drogen legal zugelassen haben möchte. Ich als Suchtkrankenhelfer, ausgebildeter Suchtkrankenhelfer, habe ich viele, viele Anzeichen, vor allem beim Lauterbach und auch beim Spahn gesehen. Da sollte man doch bitte mal den Staatsschutz mal hinschicken, wenn der Herr Lauterbach so befürwortet, dass Hausdurchsuchungen von Bürgern stattfinden. Bitte macht doch bei den Leuten in der Politik generell, man weiß es, dass da Drogen benutzt werden oder konsumiert werden. Macht dort bitte Kontrollen. Testet jeden Politiker auf Drogen. Lieber Staatsschutz, testet lieber jeden Politiker auf Drogen, auf illegale Substanzen. Weil jeder, der weiß, dass Drogen-Junkies nicht in Anführungszeichen zurechnungsfähig sind,
dass sie in einer Beschaffungskriminalität drin sitzen. Und was man so hier so mitbekommt, sorry, das schadet dem Staat und da gibt es keine Ausrede mit Immunität oder sonst irgendetwas. Lieber Staatsschutz, greift bitte durch, testet alle Politiker auf Drogen. Dann kommt er vielleicht dahinter, was wirklich mit Corona-Sache los ist. Dass da vielleicht der eine oder andere Dreck am Stecken hat und Angst hat, dass er auffliegt. Lieber Staatsschutz, transzendiert nicht die Bürger. Guckt endlich mal nach eurer Pflicht als Staatsschützer und guckt bei den Politikern nach, was da abgeht. Vielen Dank an den Staatsschutz, wenn ihr zuhört. Ich bin bestimmt dabei schon registriert, bin ich überzeugt. Und an alle anderen, wo das Video angeschaut habe, bedanke ich mich recht herzlich und verteile es bitte weiter. Hier war Stefan Live, was die Mainstream-Presse verschweigt. Vielen Dank.